Corona ist für alle neu. Das ist eine Situation, die ist noch nie da gewesen. Aber die Leute verlassen sich auf uns und die Einsatzfähigkeit, die ist hier oberstes Gebot. Eine Person wird jetzt gleich von uns hier gerettet. Wir haben irgendwann mal einen Eid geleistet, den gilt es jetzt auch zu erfüllen. Dementsprechend haben wir immer einen Plan, wie wir die Leistungsfähigkeit hier in Bochum auch für die Bürger garantieren können. Also die müssen keine Angst haben, wir kommen. Ja, ist auf jeden Fall ordentlich Feuer in der Bude. Ey, zurück alle Mann! Alle zurück! Wenn jetzt was hochgeht, dann haben wir ein Problem. Alles gut. Hoffen. Man darf nie vergessen, die Leute sind in einer Situation, wo sie sich am Ende nicht mehr zu helfen wissen. Und sie waren auch super dankbar, glaube ich, dass wir die Situation da entschärft haben. Was für ein Verletzungsmuster haben wir denn? Schädelbasis, ja. Seiten, links und rechts. So, Harry? Ja, ich übernehme. Was mich bei diesem Einsatz schwer beeindruckt hat, das waren die Kollegen des Radfahrers. Die haben alles gemacht, die haben mitgearbeitet. Die wollten einen schönen Sonntagsausflug mit ihren Mountainbikes machen und dann verunglückt dein Kollege. Ja, wir waren 10 Sekunden zu spät, sonst hätten wir das wahrscheinlich noch gekriegt. Seit wann ist das so mit Ihrer Frau? Gestern Abend war sie noch ganz normal. In ihren Augen war deutlich diese Verunsicherung und diese große Angst zu sehen. Sie möchte immer wieder etwas sagen und sie kann offensichtlich nicht sprechen. Wir fahren jetzt einmal ins Krankenhaus zusammen und dann wird das da untersucht. Wichtig ist immer, dass man denjenigen nicht alleine lässt. Aber es ist Corona, es dürfen keine Angehörigen mit in die Krankenhäuser genommen werden. Das kann man auch nicht beschönigen. Da müssen wir alle zusammen tatsächlich durch. Es hat sich vieles hier bei uns geändert. Dieses Gemeinschaftsgefühl, was es vor Corona gab, das haben wir im Moment nicht. Wenn mich die Situation nervt, hilft mir an der Stelle immer wieder einfach mal ein Perspektivwechsel. Ich frage mich, wie viele FFP2-Masken übereinander der ein oder andere Restaurantbesitzer oder so tragen würde, nur um sein Geschäft überhaupt betreiben zu können. Und da muss ich sagen, ich brauche mir keine Sorgen machen, ob ich morgen zur Arbeit gehen darf. Die Feuerwehr wird sicherlich nicht geschlossen. Ich sag mal so viel, in den 15 Jahren, die ich da bin, habe ich noch nie so einen Großbrand gehabt. Ja, hat schon viel Höhe auf Brand 3. Alter, was ein Flammenbild, ne? Ja. Ach, sowas siehst du ja auch nicht alle Tage, ne? Der Dienstbetrieb, der wird hier irgendwie weitergehen. Wir haben ja alle einen Berufsethos und es wird niemals passieren, dass wir hier das Licht ausknipsen und nach Hause gehen.